Jetzt aber der EU-Gipfel. Mein Kollege Michael Krohns ist vor Ort, hat den Gipfel für uns beobachtet. Michael, guten Tag. Der Brexit-Durchbruch gestern, war das das alles beherrschende Thema auf dem Gipfel? Das war es gestern ganz sicher, das ist keine Frage. Es war ja eigentlich ein Gipfel, der gar nicht mit dem Thema Brexit geplant war. Und trotzdem beherrschte gestern genau dieses Thema den ersten Tag. Das waberte heute noch so ein bisschen durch die Gegend, aber wir hatten ja gerade auch in der Pressekonferenz von Angela Merkel gehört, da gab es heute die Gespräche über die eigentlichen Themen dieses Europa-Gipfels. Themen, die auch gestern Abend schon angesprochen worden sind, wie etwa die Osterweiterung, die ja nun auch sehr strittig ist. Aber im Prinzip ist tatsächlich das eher ein Brexit-Gipfel gewesen als ein EU-Gipfel. Und man muss ja, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, erst einmal auf morgen warten, auf das Unterhaus warten und schauen, was bei dieser Erklärung und dieser Vereinbarung, die wir gestern präsentiert bekommen haben, am Samstagnachmittag noch übrig bleibt. Ja, und genau diese Entscheidung morgen, die könnte Einfluss auf alle zukünftigen Ereignisse haben, auch auf die zukünftigen wirtschaftlichen Verhältnisse von Großbritannien und Deutschland und Europa sowieso auch. Also anders als in der Vergangenheit streben die Briten unter Johnson ja nicht mehr unbedingt die größtmögliche wirtschaftliche Nähe zur EU an. Kanzlerin Merkel hat es ja auch gesagt, Großbritannien wird sich zu einem weiteren Wettbewerber vor den Haustüren Europas entwickeln. Wie gefährlich kann das denn für die deutsche Wirtschaft werden? Also man muss sich jetzt natürlich bei einem Vergleich heranziehen, nämlich den Vergleich Großbritanniens und deren Wirtschaft und Industrie und den Vergleich mit einer 500 Millionen Menschen Industrie und Wirtschaft der EU. Also jetzt überlegen wir uns mal, da kommt Großbritannien und sagt einem Investor, investiere doch bitte bei uns in Großbritannien. Und dann gibt es einen Konkurrenten, der sagt, wir haben hier ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir haben 500 Millionen Menschen bei der EU auf dem Kontinent. Überleg dir doch mal, ob du zu uns kommst. Wie der Investor sich entscheidet, können wir uns ziemlich leicht vorstellen. Und das wird das ganz große Problem für Großbritannien sein. Nehmen wir es mal umgekehrt an. Großbritannien geht also irgendwo hin und sagt, wir wollen ein Handelsabkommen schließen, wir wollen ein bilaterales Abkommen schließen. Wie stehen die denn da als Großbritannien im Vergleich zu einer EU? Also dieses Selbstbewusstsein, was ja auch Boris Johnson gestern, ich habe schon gesagt, der ist ja wie Tarzan hier herumgelaufen mit seiner Übereinkunft, mit seinem Deal, wie er das verkaufen will nach draußen und vor allen Dingen in seinem eigenen Land auf Dauer in den nächsten Jahren, darauf dürfen wir sehr gespannt sein. Das wird nicht funktionieren. Alle Volkswirte, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, sagen, Großbritannien wird massiv unter dem Brexit leiden. Wir übrigens auch, allerdings in einem ganz anderen Maßstab natürlich. Die wirtschaftlichen Folgen werden immens sein, auch bei dem Deal, der gestern besprochen worden ist, der ja kein harter Deal ist. Michael, vielleicht noch ein Wort zu der vorherrschenden Stimmung heute. Es ist der Tag nach dem Durchbruch, aber der Tag vor dem, so wird er mittlerweile schon genannt, Super Samstag vor der Abstimmung im Unterhaus. Wie ist die Stimmung heute am Tag nach dem Durchbruch, am Tag vor der Abstimmung unter den Europäern hinsichtlich des Brexit-Deals, der auf dem Tisch liegt? Die Skepsis war bei den Parlamentariern gestern drüben in der EU, im EU-Parlament schon groß genug. Da gab es eine ganze Reihe von Parlamentariern, die wir ja auch interviewt haben, mit denen wir gesprochen haben, die gesagt haben, ja, das ist ja schön und gut, dass da ein Deal jetzt geschlossen worden ist. Aber erstens mal, dieser Deal ist in jedem Fall eine harte Sache für die Briten. Das wird sehr massive Auswirkungen politisch und vor allen Dingen wirtschaftlich haben, die aber auch gesagt haben, ja, wir wissen doch bis Samstag gar nicht, wie das ausgeht. Das ist ja schön und gut, wenn man sich jetzt hier geeinigt hat, Michel Barnier und Boris Johnson. Aber was da über den Samstag hinaus von bestehen bleibt, das kann ja alles Makulatur sein. Insofern, die Stimmung war hier durchaus gespannt, durchaus auf den Samstag gerichtet. Aber sie sind sich alle darüber im Klaren, wenn es am Samstag nicht funktioniert, dann gibt es erst einmal einen Strich und dann muss man neu zusammenzählen. Und das wird sehr schwierig. Ich sage herzlichen Dank, Michael Krohns, für diese Informationen, diese Eindrücke vom dem Ende neigenden EU-Gipfel in Brüssel. Herzlichen Dank.